Ich wünsche mir zu Weihnachten, einmal selbst der Weihnachtsmann zu sein. Ja, das ist ja schön. Ich habe so viele Geschenke für die Fachhochschule Aachen. Die Fachhochschule Aachen ist eine hervorragende Fachhochschule hier in der Region Aachen und Umgebung. Und die haben ja so tolle Sachen gemacht. Ganz aktuell haben sie die Standfestigkeit von Weihnachtsbäumen im Windkanal getestet. Das ist großartig und dafür kann ich ja dann auch wirklich tolle Geschenke verteilen, was steht hier. Ja, sie wünschen sich, dass das Bauvorhaben an der Eupener Straße vorangeht. Da ist in der vergangenen Zeit so viel passiert, wir wollen da so schön erweitern. Und ich glaube, das hat die Fachhochschule Aachen verdient, dass sie sich dort auf Dauer etablieren kann. Was lese ich hier? Der KMAC an der Hohen Staufenallee. Seit 8 Jahren soll es schon gebaut werden. Seit 8 Jahren steht das immer wieder in meinem Buch, dass sich die Fachhochschule wünscht, dass da endlich mit dem Bau des Kompetenzzentrums Mobilität Aachen begonnen wird. Das verspreche ich jetzt, dass das dieses Jahr in 2018 endlich losgehen wird. Da bleibt mir zum Schluss nur noch der ganzen Region, allen Bewohnern, allen Aachenern und Aachenerinnen und allen Menschen, die hier in der Region, in der Euregio wohnen, ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen und alles Gute für das kommende Jahr.